Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute debattieren wir nicht nur über Änderungen am Waffengesetz, das begrüßen wir, sondern auch über Anträge der Grünen, die erhebliche Änderungen oder besser gesagt Verschärfungen und Restriktionen am Waffengesetz einfordern. Diesem Ansinnen tritt meine Fraktion entschieden entgegen und deshalb, um es gleich deutlich auf den Punkt zu bringen. Erstens. Ich lehne weitere Verbote, neue Einschränkungen und Restriktionen gegen rechtschaffende, waffenführende Bürger ab. Zweitens. Die CDU stellt Jäger, Sportschützen, Gebirgsschützen und Waffensammler nicht unter einen Generalverdacht, wie Sie das von den Grünen tun. Drittens. Die CDU weiß um die Rechtschaffenheit und Gesetzestreue legaler Waffenbesitzer und anerkennt deren persönlichen Beitrag, wie im Falle der Jäger, zu Hege und Pflege von Flora und Fauna unserer Natur, wie im Falle von Schützen zu sportlich fairem Wettbewerb bis hin zu Weltklasseleistungen olympischen Ausmaßes, sowie im Falle von Waffensammlern und Gebirgsschützenkompanien die historische Dokumentation alter Waffen und alten Brauchtums. Und viertens, es wird Sie deshalb nicht überraschen, wenn wir Ihre Anträge auch heute wieder ablehnen. Sie sind nämlich nichts Neues. Same procedure as every year, könnte man sagen. Immer wieder fordern Sie die Verschärfung unseres jetzt schon sehr strengen Waffenrechts. Und Sie begründen das immer wieder mit dem Argument, dass nur so die innere Sicherheit verbessert werden könnte. Aber gut, auch heute werden wir Ihnen erklären, warum eine Verschärfung des Waffengesetzes, wie Sie es wollen, nicht geeignet ist, die innere Sicherheit in unserem Land zu erhöhen und weshalb wir Ihre Anträge wieder einmal ablehnen müssen. Zuerst möchte ich aber auf die notwendig gewordene Änderung am Waffengesetz eingehen. Das Waffengesetz ist an die technische Entwicklung anzupassen. Um eine sichere Verwahrung von Waffen gewährleisten zu können, wird der Sicherheitsstandard für die Aufbewahrung an die aktuellen technischen Standards angepasst. Und hierbei geht es nicht darum, flächendeckend neue Waffenschränke einzuführen. Vielmehr soll die technische Entwicklung berücksichtigt werden. Die Technologien soll zukünftig ohne Änderung des Waffengesetzes einsetzbar sein, denn aus sicheren Waffenschränken können Waffen nicht in falsche Hände geraten. Zweitens. Die Union konnte erreichen, dass ein Bestandsschutz für Waffenbesitzer im Gesetzentwurf verankert wird. Das heißt, jeder darf seine jetzigen Schränke weiter behalten und weiter nutzen. Das war ein hartes Stück Arbeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Den bayerischen Vorschlag, die Bestandsschutzregelung auf im gleichen Haushalt lebende Personen zu erweitern, begrüße ich sehr. Genauso wie den Problemkreis um die Situation bei Erben. Ich glaube, hier werden wir uns die kommenden Wochen auch noch öffnen sollen, um weiter am Entwurf zu arbeiten. Nur die Neuanschaffung soll aktualisierte technische Vorgaben verpflichtend sein. Wer einen Waffenschrank im Jahre 2017 kauft, muss auch auf die technischen Sicherheitsmöglichkeiten der Jahre 2017 folgende zurückgreifen. Weiterhin wollen wir den Umlauf von illegalen Waffen eindämmen. Wir wollen, dass Menschen, die illegal im Besitz von Waffen und Munition sind, diese freiwillig abgeben und bieten dafür Strafverzicht an. Wir ermöglichen damit eine Brücke in die Legalität, und Straffreiheit erhält jeder, der binnen eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes illegal erworbene Waffen und Munition bei der entsprechenden Behörde auch abgibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Schießsport, die Jagd und das Sammeln von historischen Waffen gehört für mich zu den bürgerlichen Freiheiten und auch zur Tradition unseres Landes. In Schützenvereinen kommen rechtschaffene Bürger wie Polizisten, Beamte, Professoren, Politiker, Ärzte und Arbeitnehmer zusammen, um sich ihrem Hobby zu widmen. Die erste Lektion beim Sportschießen ist der verantwortungsbewusste Umgang damit. Und deshalb kann ich nicht verstehen, dass solche Persönlichkeiten generalverdächtigt werden und suggeriert wird, sie seien eine potenzielle Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in unserem Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht richtig, und deshalb sollte es auch hier deutlich angesprochen werden. Und nun zu Ihren Anträgen. Ich will das gerne für Sie mit übernehmen, Frau Kollegin Mialic. Sie haben ja zu Ihren Anträgen so gut wie nichts gesagt. Eine Gefahr für die innere Sicherheit geht nicht von legalen Waffen aus, wie Sie es immer behaupten. Ich halte es für sehr naiv zu glauben, dass mit noch strengeren Regeln im Waffenrecht ein Mehrwert an innerer Sicherheit gewonnen werden kann.
Hat sich jemand bewusst entschieden, unsere Rechtsordnung zu missachten, dann hält ihn auch das strengste Waffengesetz nicht auf. Und die von Ihnen geforderten Verschärfungen betreffen in erster Linie rechtstreue Bürger, die legal Waffen besitzen dürfen. Mit einer Änderung im Waffenrecht bzw. einer Verschärfung wird allenfalls indirekt die illegale Verwendung von Waffen erschwert. Mit Ihren Anträgen zeigen Sie jedoch wieder, dass für Sie die Hauptschuldigen für Taten wie in München oder Paris bereits feststehen, nämlich die legalen Waffenbesitzer wie die Jäger und Sportschützen. Ich will an der Stelle sagen, dass das Problem nicht die legalen Waffenbesitzer sind, und Sie wissen das, wenn Sie ehrlich sind. Das Problem liegt eindeutig beim illegalen Waffenbesitz und deren Verwendung. Und dort setzen wir an, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das unterscheidet uns von Ihnen, den Grünen. Sie begründen Ihren Antrag, wie übrigens jeden Antrag, den Sie mit diesem Thema hier einbringen, mit den besorgniserregenden Tötungsdelikten in Europa, die mit Schusswaffen begangen worden sind. Für das Berichtsjahr 2015 wurde im Bundeslagenbild Waffenkriminalität 130 Straftaten gegen das Leben registriert. Das sind 2,8% aller erfassten Fälle im Bereich der Waffenkriminalität. Klar ist, jeder Fall ist einer zu viel. Jeder Einzelfall ist und bleibt schrecklich. Aber solchen Zahlen ein allgemeines Gefährdungspotenzial von legalen Waffenbesitzern herauszupressen, halte ich für vermessen oder verblendet. Zudem werden mehr Menschen mit Messern, wie sie in jedem Haushalt zu finden sind, verletzt oder gar getötet, als mit Schusswaffen. Ich bin mal gespannt also, wann Sie denn das Verbot von Küchenmessern hier fordern werden. Ich will noch kurz weitere Forderungen erwähnen, da Sie es ja nicht getan haben. Sie wollen die Nutzung von halbautomatischen Waffen verbieten, wenn diese nach den Kriterien besonders gefährlich eingesetzt werden. Dabei benennen Sie die Anzahl von Selbstladungen, die Beschaffenheit des Laufes, Kaliber, Magazinkapazität und diverses mehr. All das soll Ihrer Auffassung nach über die Gefährlichkeit von Waffen Ausschlag geben. Ich kann Ihnen aus eigener Nutzung sagen, diese Kriterien sind nicht geeignet, die Gefährlichkeit einer Waffe zu bestimmen. Insbesondere ist das Kaliber kein taugliches Merkmal für die Gefährlichkeit einer Waffe. Sie fordern weiterhin, dass ein zentrales Waffenregister in allen EU-Mitgliedstaaten eingerichtet wird. Doch bereits jetzt gibt es für alle Mitgliedstaaten die Verpflichtung zur Errichtung eines Waffenregisters. Und auch Sie wissen, in Deutschland haben wir das recht vorbildlich schon zum 01.01.2013 als nationales Waffenregister eingerichtet, sehr viel früher also, als die EU das forderte. Nun, Sie wollen, dass die Mitgliedstaaten ein Kontrollsystem einrichten, worüber die körperliche und geistige Eignung für den Erwerb und den Besitz von Schusswaffen sichergestellt wird. Das haben wir teilweise schon. Aber verpflichtende medizinisch-psychologische Untersuchungen bei der Erlaubniserteilung lehnen wir als Koalition ab. Das finde ich richtig und es ist auch gut so. Die größte Herausforderung ist und bleibt der Kampf gegen den illegalen Waffenhandel. Und zuvorderst geht es dabei um den illegalen Internethandel mit Waffen. Im Darknet, das wissen wir, können Waffen im großen Stil und anonym geh- und kauft werden. Das allerdings ist Konsens. Das kann nicht sein und darf nicht sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb will die Koalition verstärkt mit spezialisierten Ermittlern, die im Darknet gezielt nach illegalen Waffenhandel suchen, dagegen vorgehen. Übrigens tut das auch schon die Sondereinheit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt zur Bekämpfung der Internetkriminalität, die Abkürzung heißt ZIT, in Gießen, unmittelbar neben meinem Wahlkreis gelegen, bereits jetzt in hervorragender Weise. Gestatten Sie mir zum Schluss ein Fazit. In der öffentlichen Anhörung haben uns die Sachverständigen versichert, dass der legale Waffenbesitz in Deutschland keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Und das liegt nicht zuletzt daran, und das wissen auch Sie, und ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, das liegt daran, dass wir eines der schärfsten Waffengesetze in der ganzen Welt haben. Natürlich gibt es auch immer wieder Einzelfälle, die sich nicht an die Regeln halten, aber eine Schwalbe macht noch lange keinen Sommer. Einzeltaten können nicht mit einem noch so strengen Waffengesetz verhindert werden.
Und die von den Grünen vorgeschlagenen Maßnahmen, wir haben das in der Anhörung und auch heute gehört, bieten keinerlei Sicherheitsmehrgewinn für die Bürger in unserem Land, und wir lehnen sie deshalb ab. Die Anpassung unseres Waffengesetzes an den neuesten technischen Stand halte ich für notwendig und bitte daher um Ihre Unterstützung. Dankeschön. Frau Kollegin Martina Renner von der Fraktion Die Linke hat nunmehr das Wort.